Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen in meinem Garten. Ich bin die Johanna Klubka und wohne hier in Elz. Der Garten ist entstanden 2003, aber nicht in der Form, wie er jetzt ist, sondern nur ganz klein. Er ist nach und nach gewachsen. Ich bin Bezirkssiegerin geworden bei der Gartentrophäe. Und ich habe 2019 hab ich dann bei der Oberösterreichischen Rundschau mitgemacht. Da habe ich dann auch den ersten Preis gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, warum ich das überhaupt verdiene. Ich glaube, ich realisiere das Ganze, warum das so ist. Jeder sagt, ich habe einen wunderschönen Garten. Aber wenn man jeden Tag selber im Garten arbeitet, fällt einem das vielleicht gar nicht so auf. Ja, der Garten ist einfach mein Lebensinhalt. Ich freue mich in der Früh schon, wenn ich wach wie im Bett, wenn die Sonne scheint und ich kann in den Garten gehen. Ich möchte jeden, der was, ein bisschen was übrig hat, einladen in meinen Garten, wenn ich wieder eine offene Gartentür habe. Vielleicht schaut es euch einmal an. Ich glaube, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet, wenn ihr kommt und meinen Garten besichtigt. In deinem wunderschönen Garten jetzt zu sein, bei der Johanna, mit Eichhole da, einfach herrlich. Und ich muss sagen, dieser Garten, ich habe ihn vor geraumer Zeit schon mal gesehen, der hat beim ersten Mal durchgehen schon so etwas Meditatives mitgebracht. Also einfach wirklich jede Station, die was man da macht, da merkt man, was da alles dahinter ist und was die Natur alles zusammenbringt, wenn wir es da ein bisschen unterstützen dabei. Also das gibt so viel her, dass man auch eine bestimmte Zeit braucht, wenn man da durchgeht, wenn man mit diesen Menschen da in Kontakt trifft und kaum sitzt man wo ein paar Minuten, entdeckt man schon, wie viel wir da drinnen Gemeinsames haben und entdecken. Ja, liebe Leute, ich muss euch sagen, der Garten von der Johanna, der ist einfach so bezaubernd, so wunderschön. Ich bin jetzt schon sehr viele Gärten anschauen gewesen, aber das ist mit Abstand der allerschönste Garten. Und ich muss sagen, ich komme jedes Jahr immer wieder gern zur Johanna, weil das ist einfach ein Genuss, ein Augengenuss für alle Menschen, für die Tiere, für alles Lebewesen. Der Garten ist einfach sowas von bezaubernd und ich werde das jedes Jahr immer wieder besuchen bei der Johanna. Grüß euch Gartenfreunde, liebe Gartenfreunde. Ich bin bei der Johanna, das ist eine beste Freundin von mir und ich finde das so wunderbar bei ihr. Ich danke da wirklich so viel Kraft. Ich habe jetzt eine Chemo hinter mir und ja, und ich genieße jede Blume und jeden Strauch, alles was blüht. Ich bin so glücklich da wenn ich da reinfahre nach Käfermarkt. Ich bin da daheim und ich kenne ja, jedes Eckerl vom Garten. Eine gute Nachricht, also ich bin laut Ärzte gesund und
genieße das einfach und bin unendlich dankbar für das, dass ich noch das so genießen kann. Und ich fühle mich einfach da daheim herinnen. Ich fühle mich einfach pudelwohl da. Und ich wünsche euch das auch, dass ihr das einmal erlebt und seht. Danke, für euch.